Herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem Sachsenliga-Punktspiel unserer SV Olbernhau gegen den VfB Empor-Laurau. Das Spiel endete mit 6:1 für die SV Olbernhau. Torschützen für die Gäste waren die Nummer 21 Robin Hölzel und für die SVO haben getroffen zweimal Steve Müller, Jakob Uliersch, Toni Schuster und Clemens Brasser und ein Eigentor des VfB Laurau. Neben mir hier vorne stehen die Cheftrainer beider Mannschaften von unseren Gästen Alexander Köscher und zu meiner Rechten unser Cheftrainer Steve Thieske. Das erste Wort gehört unseren Gästen. Herr Köscher, wie fällt Ihr Fazit nach dem Spiel aus? Ja, erstmal Glückwunsch an meinen Trainerkollegen zum Sieg. Ja, war, denke ich, letztendlich auch verdient. Ja, wir haben hatten uns viel vorgenommen, ja, wir wussten, was uns hier erwartet, ja, dass hier auch immer ordentlich Zuschauer da sind und dass viel Wuling außenrum ist. Ja, und ich denke, wir haben auch, sag ich mal, bis zur 44. Minute vieles richtig gemacht, haben 1-0 geführt. Sicherlich hatte Olbernau auch die eine oder andere Chance. Ja, und das Spiel lief eigentlich so ein bisschen in unsere Richtung. Ja, es war ganz ruhig draußen, das, was wir wollten. Ja. Und dann passieren zwei Dinge, ja, kurz vor der Halbzeit, wo ich nicht weiß, was wir da gemacht haben. Ja, das waren zwei Schlafeinlagen. Ja, sicherlich muss man sagen, dass er natürlich auch hat vier Minuten nachspielen lassen. Weiß ich nicht, ob das jetzt unbedingt so korrekt war, aber daran soll es jetzt nicht liegen. Ja, und dann haben wir uns in der Halbzeit nochmal zusammengerabbelt, ja, haben nochmal einiges angesprochen. Ja, und kommen dann raus und kriegen dann das dritte Tor und das danach ist meine Mannschaft ja, unerklärlicherweise auch wie so ein Kartenhaus zusammengefallen. Und da müssen wir drüber reden und ja, dann geht's in die neue Woche. Vielen Dank. Steve, dein Statement zum Spiel heute. Ja, vielen Dank erstmal für die Glückwünsche, Alex. Ja, ich habe heute früh schon so drüber nachgedacht. Wir haben ja das eher oder andere Spiel schon gegeneinander gemacht. Und ich glaube, alle sind unentschieden ausgegangen. Und wir haben uns natürlich heute zum ersten Landesliga-Punktspiel hier auch einen Sieg vorgenommen. Ich denke, wir sind ganz gut reingekommen in die Partie, hatten ein, zwei richtig gute Ansätze bzw. Möglichkeiten und kriegen dann ja, aus einem Fehler im Spielaufbau einen blitzsauberen Konter, das 0-1. Und ich glaube, danach hatten wir ein paar Minuten zu tun, ein paar Minuten zu werkeln. Ja, haben dann auch mit zunehmender Spieldauer vor allen Dingen die Aggressivität und die Zweikampfintensität angenommen. Das ist das, was ich meiner Mannschaft auch gesagt habe, dass das natürlich in der Liga jetzt eine andere Nummer wird und eine andere Nummer ist. Ich denke, das haben uns die Gäste vorgemacht, wie man den einen oder anderen Zweikampf auch führt. Aber mit zunehmender Spieldauer haben wir das besser in den Griff gekriegt. Ja, und dann haben wir natürlich das Momentum dann auf unserer Seite, wo wir kurz vor der Pause die zwei Dinger machen. Haben uns zur Pause dann hier auch nochmal zusammengerauft und haben gesagt, okay, wir wollen so weitermachen, jetzt nicht irgendwo verwalten oder hier irgendwo in Schlendrian reinkommen lassen und vielleicht jetzt erstmal einen Gegner kommen lassen. Ja, und das dritte Tor hat uns natürlich dann in die Karten gespielt. Ich denke, das hat mein Gegenüber schon gesagt, das dritte Tor war dann sicherlich auch das Entscheidende und hinten heraus war wenig Gegenwehr auf der Lauerer Seite da. Wir haben es dann ausgenutzt und haben das ein oder andere Tor noch gemacht. Ich denke, der Sieg geht über 90 Minuten absolut in Ordnung. Und das ist jetzt erstmal das Wichtige, dass wir angekommen sind, aber dass trotzdem eben ein hartes Stück Arbeit vor uns liegt. Ich denke, wir haben gesehen, dass gerade in der Intensität von der Zweikampfführung, auch von der Schnelligkeit her, da schon was anderes auf uns wartet. Und da wird jede Woche eine Herausforderung werden. Ich bedanke mich bei beiden Trainern für ihre Einschätzung. Unseren Gästen einen guten Nachhauseweg, schöne Woche und für den Rest der Hinrunde alles Gute, natürlich auch für die Rückrunde. Und unserem Trainer eine erfolgreiche Trainingswoche und viel Kraft für die nächste Woche in Markranstädt. Dankeschön. Dank.